Ein Bremer Jugendbetreuer verging sich jahrelang an kleinen Jungen und ermordete 3. Ein ehemaliges Opfer brachte die Polizei auf seine Spur. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic. Stade. Der Zeuge Martin W., 26, Dachdecker, war 10 Jahre und 8 Monate alt, als der Maskenmann zu ihm kam. Es war in der Nacht zum 22. Oktober 1995. Ich bin wach geworden, sagt er, und jemand stand an meinem Bett. Die Familie W. wohnte in einem Reihenhaus in Bremen und Martins Kinderzimmer lag im ersten Stock, direkt neben dem Schlafzimmer der Mutter. Martin schlief im unteren Stockbett, im oberen Bett hatte er seine Carrera-Rennbahn aufgebaut. Seine kleine Schwester lag neben ihm. Denn die ältere Schwester, bei der sie sonst schlief, war in dieser Nacht nicht zu Hause und sie wollte nicht allein schlafen. Es war dunkel, das einzige Licht kam vom Radiowecker. Ich habe nur die Umrisse der Gestalt gesehen. Ich habe versucht zu schreien, aber es kam kein Ton raus. Er hat mir in die Hose gefasst und an mir rumgespielt. Er hat ständig gesagt, brauchst keine Angst zu haben, ich tu dir nichts. Dann habe ich meine Schwester in den Po gekniffen. Die hat geschrien. Da sprang er auf, knallte gegen den Schrank und raus und die Treppe runter. Dann kam ja gleich meine Mutter. Die sah noch den Schatten auf der Treppe. Was hatte das für Folgen für Sie? Fragt der Vorsitzende Richter Berend Appelkamp. Ich war damals eine Zeit lang stationär in der Jugendpsychiatrie, sagt Martin W. Vergessen tut man sowas nie. Und heute? Der Schatten von damals hat ein Gesicht bekommen. Das ist ein Punkt, wo die Verarbeitung anfangen kann. Ein Gesicht. Und einen Namen. Martin N., Sozialpädagoge, vor wenigen Tagen 41 Jahre alt geworden. Ein großer Kerl, deutlich über 1,90 Meter. Auf alten Fotos sieht man ein auffällig langes, ovales Gesicht, ein jungenhaftes Lachen. Kinder, die er bei Ferienaufenthalten und Sportfreizeiten betreut hat, schilderten ihn als super Typ, als guten
Was hat er gemacht? Ja, sagt der Zeuge und schweigt. Es fällt Ihnen schwer, das zu beschreiben, sagt der Richter. Ja, sagt Sebastian H., definitiv. Der Richter muss ihm seine frühere Aussage Satz für Satz vorhalten. Sie sollen gesagt haben, aber bitte nicht vergewaltigen. Und er hat gesagt, nein, ich will nur ein bisschen fummeln. Ja, zum Glück kam dann meine Mutter runter, da hat er von mir abgelassen. Devent, 28, erzählt, wie er nachts im Schullandheim aufwachte und sah, wie ein Mann mit einer Taschenlampe im Schlafsaal herumschlich. Erst stand er am Bett eines Zimmergenossen, dann kam er an mein Bett. Er hat mir die Hose runtergezogen und mich zwischen den Beinen gestreichelt. Am nächsten Tag haben wir es der Lehrerin erzählt. Sie sagte, wir hätten uns wohl Horrorgeschichten erzählt. Es hat uns niemand geglaubt. Igor B., 27, Student. Er hat mich rausgetragen in einen Raum ohne Licht. Er sagte, ich soll ihn anfassen. Ich fing an zu weinen. Er fragte, was los ist. Ich sagte, ich muss auf die Toilette. Da ließ er mich gehen. Ich habe es der Lehrerin erzählt, sie hat meine Eltern angerufen, aber sie sagte, es muss ein Albtraum gewesen sein. Hier kommt niemand rein ohne Schlüssel. Drei Kinder können nichts mehr aussagen. Stefan, ja, 13 Jahre alt. Dennis Rostel, 8 Jahre alt. Und Dennis Klein, 9 Jahre alt, sind tot. Martin N. hat sie getötet. Er hat sie mit seinen bloßen Händen erwürgt. Er hat die Taten gestanden. Ulrich und Petra Ja sind die Eltern von Stefan Ja, dem ersten Opfer des Maskenmanns. Soweit man das bis heute weiß, sie treten im Prozess gegen Martin N. als Nebenkläger auf. Stefan verschwand am 31. März 1992 aus dem Internat Eichenschule. In Schesel, einer 12.000 Einwohnergemeinde an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg. Stefan war Epileptiker. In der Schule hatte es Probleme mit den Mitschülern gegeben. Deshalb hatten die Eltern ihn im Internat untergebracht. Er hatte sich schnell eingelebt, sagt Ulrich Jahr. Im Dezember 1991 konnten die Medikamente abgesetzt werden. Er war dann viel ausgeglichener und ruhiger geworden. Alles war bestens aus unserer Sicht. Stefan schlief in einem Zweibettzimmer im Erdgeschoss. Um 21 Uhr sollte Nachtruhe sein, als die Hausleiterin am Abend des 30. März um 9:30 noch Unterhaltung aus dem Zimmer hörte, wollte sie eintreten, aber die Tür war abgeschlossen. Sie klopfte. Stefan öffnete. Er wollte gerade ins Bett gehen. Kurz darauf stellte sie fest, dass die Tür wieder versperrt war. Das war gegen die Hausordnung. Sie ermahnte die Kinder streng und konfiszierte den Schlüssel. Am nächsten Morgen um 5:30 stellte Stefans Zimmergenosse fest, Stefan ist weg. Im Aufenthaltsraum fand man Stefans Schlafanzug auf einem Tisch. Ein Fenster war offen. Alles war noch da, sagt Stefans Vater. Sein kleiner Rucksack mit einem Müsliriegel und einer Getränkeflasche. Seine Jacke mit 6 Mark in der Tasche. Dass die Ungewissheit weg war. Aber ich wollte unbedingt wissen, was ist geschehen? Als die Ermittlungen zu keinem Ergebnis führten, beauftragte Ulrich Jahr einen renommierten Hamburger Rechtsanwalt mit der Überprüfung der Ermittlungsakten, gab ein neues Gutachten in Auftrag zur Feststellung des Todeszeitpunkts. Nichts führte auf die Spur des Täters. Am 24. Juli 1995 verschwand der 8-jährige Dennis Rostel aus dem Zeltlager Selkanor in der Nähe von Schleswig. Seine Leiche wurde 2 Wochen später im Dünensand in der Nähe der dänischen Stadt Holstebro gefunden. Es war ein Schock für mich, sagt Ulrich Jahr.
die Ähnlichkeit des verschwundenen Jungen mit Stefan. Ich dachte mir sofort, das muss der gleiche Täter gewesen sein. Das habe ich der Polizei vorgetragen, aber die sind jahrelang nicht davon ausgegangen. Erst 2001, als der Fall Dennis Klein publik wurde, da hieß es bei der Polizei plötzlich Serienmörder. Ulrich Jahr macht kein Hehl aus seiner Erbitterung, dass es so lange dauern musste. Dennis Klein verschwand am 4. September 2001 aus dem Schullandheim Wulsbüttel, demselben Haus, in dem Martin N. 2 Jahre zuvor schon Marco B. missbraucht hatte. Dennis' Leiche wurde 2 Wochen später von einem Pilzsammler in der Nähe der Ortschaft Kirchtimke gefunden, gut 40 Kilometer von Wulsbüttel entfernt. Erst jetzt wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Erst jetzt begann man die 3 Morde und all die unaufgeklärten und teilweise ja auch als nicht glaubwürdig eingeschätzten Geschichten von einem schwarzen Mann, der nachts ins Zeltlager, Jugendherbergen, aber auch Privathäuser eingedrungen war, in Zusammenhang zu sehen. Man holte den Kriminalhauptkommissar Alexander Horn aus München, der als besonders erfahrener Profiler und Fallanalytiker gilt. Bald hatte man eine ziemlich gute Vorstellung von dem Täter, den man suchte. Männlich, 30 bis 40 Jahre alt, intelligent, alleinlebend, pädophil, Erfahrung im Umgang mit Kindern, möglicherweise in einem einschlägigen Beruf tätig, gute Ortskenntnis, mobil, flexibel, sozial integriert und angepasst. Aber das schönste Täterprofil nützt nichts, wenn man keinen Verdächtigen hat. Im Dezember 2007 stößt die Soko Dennis auf einen Mann, auf den das Profil erstaunlich gut passt. Martin N. Gegen Martin N. wurde 2-mal ermittelt, weil er Kinder am Penis berührt hatte. 1994 in Bremen und 2004 in Hamburg. Beide Verfahren wurden eingestellt. Nun wird Martin N. vernommen. Er zeigt sich kooperativ, gibt bereitwillig Auskunft über seinen Lebenslauf. Abitur, Zivildienst, Studium der Mathematik, Physik und Pädagogik, verschiedene Arbeitsstellen als Erzieher und pädagogischer Mitarbeiter. 4 Jahre hat er im Auftrag des Jugendamts Bremen einen Pflegesohn betreut. Nie gab es irgendwelche Unregelmäßigkeiten an seinen Arbeitsstellen. Ein Bezug zu den Missbrauchsfällen und den 3 Morden ist nicht herzustellen. Was die Fahnder zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: In der Asservatenkammer der Hamburger Polizei liegt eine Festplatte, die bei einer Wohnungsdurchsuchung bei Martin N. beschlagnahmt wurde. Die Polizei ermittelte wegen eines Erpressungsversuchs. 2007 wurde N. deshalb zu 10 Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Auf der Festplatte sind tausende Fotos nackter Kinder gespeichert. Aber niemand hat diese Fotos bisher ausgewertet. Und auch die Beamten der Sonderkommission Dennis sehen dazu keinen Anlass. Martin N. ist zu diesem Zeitpunkt nur einer von rund 1500 potenziellen Verdächtigen, von denen fast jeder Fotos von nackten Kindern in seinem Computer hat. Und so wird Martin N. wieder entlassen. Martin W., der Junge, der im Oktober 95 in seinem Elternhaus in Bremen vom schwarzen Mann heimgesucht wurde, hat die Berichte über die Arbeit der Sonderkommission Dennis aufmerksam verfolgt. Anfang Februar 2011 sitzt er vor seinem Computer, als ihm plötzlich eine Erinnerung kommt. Ein paar Wochen vor jenem einschneidenden Erlebnis hatte er an einer Freizeit vom Jugendrotkreuz teilgenommen. Und einer der Betreuer hatte ihn aufgefordert, Bilder von seinem Wohnhaus zu zeichnen. Wer in welchem Zimmer schläft, wo die Möbel stehen, wo die Treppe ist. Ich wusste zu 80%, dass der Betreuer Martin hieß, sagt Martin W. Er schickt eine E-Mail an die Sonderkommission Dennis. Die Beamten finden schnell heraus, wer der Betreuer war, Martin N. Inzwischen haben sie Zugriff auf die Fotos aus N.s Computer, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden. Sie finden Fotos von Dennis Klein und Dennis Rostel. Und sie finden die Fotos, die Martin N. gemacht hat, als er 1999 im Schullandheim Wulsbüttel den 8-jährigen Marco B. missbrauchte. Am Morgen des 13. April 2011 wartet ein mobiles Einsatzkommando der Polizei in der Jägerstraße in Hamburg-Harburg darauf, dass Martin N. seine Wohnung verlässt.
Auf einem Parkplatz in der Nähe warten Martin Erftenbeck, der Leiter der Soko Dennis, und der Münchner Profiler Alexander Horn. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl für Ernst Wohnung und eine richterliche Anordnung zur Entnahme einer Speichelprobe. Einen Haftbefehl hat der Richter abgelehnt. Um 6.40 Uhr erfolgt der Zugriff. Erftenbeck und Horn übernehmen den Festgenommenen. Er willigt ein, mit ihnen nach Verden zu fahren, wo die Sonderkommission arbeitet. Horn fährt, Erftenbeck sitzt hinten neben Martin N. Im Auto gab ich ihm den DNA-Beschluss, erzählt Erftenbeck. Es kam dann zu heftigen körperlichen Reaktionen, Brechreiz, trockener Mund. Wir mussten dreimal von der Autobahn runter. In Verden wird Martin N. erkennungsdienstlich behandelt. Dann beginnt die Vernehmung. Er fragte uns, welche Beweise wir hätten, sagt Alexander Horn. Wir zeigten ihm die Fotos. Wir wussten, dass er ein Ferienhaus in Dänemark gemietet hatte, in der Nähe der Stelle, wo Dennis Rostl aufgefunden wurde. Wir hatten die Aussage von Martin W. über den Kontakt im Ferienlager. Aber an diesem Tag gestand Martin N. noch nicht. Am nächsten Tag wurde er um 11.35 Uhr aus seiner Zelle geholt. Er habe schlecht geschlafen, sagte er. Tausende Menschen seien ihm in seinen Träumen erschienen. Dann verließ Erftenbeck das Zimmer, sagt Horn. Ich war allein mit ihm. Er schien sehr in ihm zu arbeiten. Ich sagte, ich hätte ihm den ganzen Tag die Hand gereicht, er habe sie ausgeschlagen. Jetzt reiche ich sie ihm noch einmal. Er müsse sich entscheiden. Da nahm er die Hand und lehnte sich an meine Schulter. Er fing stark an zu weinen. Er sagte, er habe Angst vor dem, was jetzt komme, vor allem vor den Medien. Er habe seiner alten Mutter schon so viel Kummer gemacht. Ich fragte ihn, ob er der schwarze Mann sei. Er sagte, ja, er ist der schwarze Mann. Vor dem Landgericht im Staate schweigt Martin N. Am zweiten Verhandlungstag haben seine Verteidiger eine Erklärung für ihn verlesen. Ja, er habe Stefan Ja, Dennis Rostl und Dennis Klein aus Furcht vor Entdeckung getötet. An die 20 angeklagten Missbrauchsfälle könne er sich nur teilweise erinnern. Sie lägen so lange zurück, sie seien so gleichförmig gewesen. In 9 Fällen schließe er definitiv aus, dass er der Täter war. Er sei entsetzt über seine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Er sei sich bewusst, dass er den Kindern und den Eltern unbeschreibliches Leid zugefügt habe. Während der langen Haftzeit, die ihm bevorstehe, wolle er versuchen, die Taten aufzuarbeiten. Dafür bitte er um therapeutischen Beistand. Fragen werde ihr Mandant nicht beantworten, sagen die Verteidiger. Es gäbe noch viele Fragen. Die Festplatte auf Martin N.'s Computer ist passwortgesichert. Die Ermittler konnten sie noch nicht öffnen. Martin N. weigert sich, das Passwort preiszugeben. Seine Begründung? Er wolle nicht, dass andere Personen in diese Sache hineingezogen würden. Während der Prozess schon läuft, finden die Nachmieter in N.'s Wohnung in der Dunstabzugshaube über dem Herd versteckt eine weitere Festplatte. Ebenfalls verschlüsselt. Warum hat Martin N. sie so gut versteckt, dass sie nicht einmal bei der Wohnungsdurchsuchung gefunden wurde? Und dann ist da noch die Sache mit der Spur Nummer 7353, Gerd X. Unter diesem Pseudonym, sagt der Kriminalbeamte Erftenbeck, habe Martin N. 10 Jahre lang auf einem Forum für pädophile Männer im Internet gechattet. Man sei sich da sicher. Er habe sich einer Beziehungsperson gegenüber selbst als Gerd X zu erkennen gegeben. Während der Weihnachtspause müssen die prozessbeteiligten Richter, Schöffen, Nebenkläger, Verteidiger, der psychiatrische Sachverständige, die Abschriften der Chatbeiträge lesen. Es sind rund 4.500. Einige davon lassen Zweifel aufkommen, ob die Angst vor Entdeckung wirklich der einzige Antrieb für Martin N. war, als er Stefan Jahr, Dennis Rostl und Dennis Klein tötete. Erftenbeck zitiert einen Beitrag vom September 2001, wenige Tage nachdem Dennis Klein ermordet wurde. Gerade waren die von Terroristen gesteuerten Flugzeuge in die Twin Towers in New York gerast. Im Jungsforum im Internet schrieb ein Teilnehmer, er finde es
geil, dass jetzt auch die Amis mal eins auf den Deckel gekriegt hätten. Martin N., alias Gerd X., antwortete: Ich finde es geil, wenn Kinder einem Sexualmörder in die Hände fallen. Stefan, ja, erdrosselte Martin N. nach eigener Aussage in der Nacht seines Verschwindens, weil er ihn in seinem Auto mitgenommen und befürchtet hatte, dass dieser sein Kraftfahrzeugkennzeichen bemerkt haben könnte. Auch Dennis Rostel hatte er in seinem Wagen befördert und mit ihm einige Tage in einem Ferienhaus bei Holstebro in Dänemark verbracht, bevor er ihn erwürgte. Dennis Klein erstickte er, weil dieser sich gegen den Missbrauch lautstark zur Wehr gesetzt haben soll. Bereits vor seiner Verhaftung war Martin Ney aus unterschiedlichen Gründen mehrfach polizeilich aufgefallen. Nachdem er im Alter von 17 Jahren zwei Elternpaaren aus Bremen mit der Entführung und Tötung ihrer Kinder gedroht hatte, wurde er 1989 wegen der dabei versuchten Erpressung von 150.000 D-Mark nach Jugendstrafrecht zum Verrichten gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Als diese Vorstrafe mit Vollendung seines 24. Lebensjahres aus dem Erziehungsregister gelöscht worden war, bewarb sich Martin Ney 1995 beim Amt für Soziale Dienste in Bremen um einen Pflegesohn. Der junge und alleinstehende Student, der zu diesem Zeitpunkt in einer Einzimmerwohnung und von 870 D-Mark BAföG lebte, galt zwar als ungewöhnlicher Kandidat für eine solche Funktion, aufgrund der geringen Anzahl von verfügbaren Pflegeeltern akzeptierte das Jugendamt jedoch als Pflegevater. Eine Vormundschaftsrichterin vom Amtsgericht Bremen-Blumenthal, vor dem sich N. als Jugendlicher wegen der versuchten Erpressung zu verantworten gehabt hatte, sprach dem zu diesem Zeitpunkt zweifachen Kindermörder 1996 das Jahrgericht für einen 12-jährigen Jungen zu. Dieser lebte bis zu seiner Volljährigkeit bei Ney und wurde nach eigenen Angaben nie von ihm sexuell missbraucht. Nach Abschluss seines Lehramtsstudiums brach N. das sich anschließende Referendariat vor dem zweiten Staatsexamen ab und bewarb sich 2000 mit gefälschten Hochschulzeugnissen als Diplom-Sozialpädagoge auf eine Stelle zur Kinderbetreuung bei einer Hamburger Stiftung, die er bis Anfang 2008 innehatte. Bereits in den Jahren zuvor war N. neben seinem Studium als Jugendbetreuer tätig gewesen und hatte sich so auch mit einigen Opfern und Örtlichkeiten vertraut machen können. 2005 wurde ihm sexueller Missbrauch in zwei minder schweren Fällen vorgeworfen. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 1.800 Euro jedoch eingestellt. 2006 drohte N. einem Sozialarbeiter aus Berlin, ihn wegen des Besitzes von Kinderpornografie anzuzeigen und forderte für sein Schweigen 20.000 Euro. Daraufhin wurde er im selben Jahr wegen versuchter Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Zuge dieser Ermittlungen stellte die Polizei bei der Durchsuchung von N.s Wohnung im März 2006 schließlich seinen Computer sicher, auf dem unter anderem etwa 30.000 Fotos mit kinderpornografischen Darstellungen entdeckt wurden. Da nicht geklärt werden konnte, wann die Bilder auf dem Rechner gespeichert worden waren und wann der letzte Zugriff darauf erfolgt war, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen vermuteter Verjährung im Jahr 2007 ein. Das auf einigen der in der Asservatenkammer der Hamburger Polizei verwahrten Fotos früherer Opfer abgebildet waren, blieb unerkannt. Im Dezember 2007 wurde Martin N. erstmals von der Soko Dennis befragt, da sich bei ihm mittels der Rasterfahndung Übereinstimmungen mit dem Täterprofil ergeben hatten. Dabei verneinte er jeden sexuellen Bezug zu Kindern. Die Aufforderung zur Abgabe einer Speichelprobe, der er 2008 freiwillig nicht nachkam, konnte mangels hinreichender Tatverdachtes rechtlich nicht durchgesetzt werden. Am 15. Juli 2011 erhob die Staatsanwaltschaft Stade wegen dreifachen Mordes und sexuellen Missbrauchs in 20 Fällen Anklage gegen N. Rund 20 weitere Missbrauchsfälle waren bereits verjährt. Am 10. Oktober begann der Prozess vor dem Landgericht Stade, wobei sich der Angeklagte geständig zeigte. Psychologische Gutachter attestierten ihm eine pädophile Störung, aufgrund seines gesteuerten Tatvorgehens jedoch volle Schuldfähigkeit sowie eine anhaltende Gefährlichkeit mit möglicher Rückfallgefahr.
Während des Prozesses ergaben sich Hinweise auf weitere Missbrauchstaten in den 2000er Jahren und somit eine erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit. Am 27. Februar 2012 wurde Martin N. schließlich wegen Mordes zur Verdeckung von Straftaten an Stefan Jahr, Dennis Rostl und Dennis Klein sowie 20 Missbrauchsdelikten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidiger von N. legten gegen das Urteil hinsichtlich der angeordneten Sicherungsverwahrung Revision ein. Am 10. Januar 2013 gab der Bundesgerichtshof der Revision statt und hob die verhängte Sicherungsverwahrung auf. Das macht mich wütend, das regt mich sehr auf. Wie geht's euch dabei? Dies wurde mit dem Hinweis begründet, dass nach derzeitiger Rechtslage die Sicherungsverwahrung nur zu einem unerlässlichen Schutz der Allgemeinheit angeordnet werden kann, da der Bundesgerichtshof die besondere Schwere der Schuld bestätigt hat. Wird sich die bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe übliche Mindesthaftdauer von 15 Jahren verlängert. Eine Strafaussetzung zur Bewährung kann zudem nur infolge einer nachweislichen Ungefährlichkeit des Verurteilten erfolgen. Ein derartiger Nachweis würde jedoch auch den Vollzug der Sicherungsverwahrung aussetzen. Andernfalls ist davon auszugehen, dass Martin N. dauerhaft in Haft bleibt, möglicherweise bis zu seinem Lebensende. Zuständigkeiten. Wir wissen, dass das katastrophal ist und wenn dann verschiedene Länder involviert sind, ja, ist es möglich, so wie in diesem Fall, dass es Jahrzehnte dauert, wenn überhaupt dass Täter gefasst werden. Ich habe jetzt schon einige Beiträge erstellt und denke, ihr erkennt ziemlich schnell, wann es sich um einen Pädophilen handelt oder um Pädokriminelle, die vielleicht sogar einer Organisation zugehören und im Netz und nach einem bestimmten Muster agieren. Wenn ich höre, dass Opfer zu Tode gewürgt wurden und gefesselt wurden, werde ich direkt hellhörig und denke an die Verbreitung von entsprechenden Videos im Darknet bzw. dem Verkauf. Ich hoffe, es wird im Laufe der Zeit noch deutlicher, denn ich habe noch einige Videos, die ich erstellen möchte, einige Themen, die ich noch behandeln möchte. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören wie immer und diskutiert fleißig in den Kommentaren mit.
Little children, the time's come.